unterschiedliche Studien und Befragungen unter den Mitgliedern der verschiedenen Generationen haben ergeben, dass natürlich auch die Mitglieder der einzelnen Generationen an die Führung unterschiedlicher Ansprüche und Erwartungen stellen. Die Generation der Babyboomer, ja, die bevorzugt doch einen kollegialen, sehr konsensorientierten Führungsstil. Diese Mitglieder können Autorität wirklich gut respektieren, hinterfragen die häufig auch gar nicht so sehr, erwarten aber von der Führungskraft, dass sie eben für sie auch wirklich eine klare Vision über die Unternehmensziele und auch heruntergebrochen auf Teamziele entwickelt. Also die fühlen sich sehr gut aufgehoben bei einer ja, authentischen Führungsperson, die eben durch ihre Erfahrungen und Kenntnisse überzeugt und die Mitarbeiter gut mitnimmt und anbietet. Die Babyboomer wollen durchaus in ihrem Arbeitsumfeld herausfordernde Ziele vorfinden. Ihnen ist ein, wie vorhin schon angesprochen, ein dosiertes Feedback sehr wichtig und sie erwarten aber auch, dass sie für besondere Leistungen innerhalb ihres Arbeitsumfelds durchaus eben belohnt werden und erwarten und arbeiten auch auf einen gewissen Status innerhalb des Unternehmens hin. Was bei Babyboomern schwierig ist, ist, wenn die Führungskraft ihrer Erfahrung nicht genug wertschätzt. Nicht nur die Führungskraft, auch die Teammitglieder, aber ganz explizit wird das hier von den Babyboomern auch erwartet, dass sie das Gefühl haben, dass sie gebraucht werden, dass sie auch aktiv zum Wissenstransfer aufgefordert werden und dass sie ihr Wissen weitergeben wollen, aber auch da wieder es sozusagen den Anstoß durch die Führungskraft braucht, da die Babyboomer zunächst wollen, dass klar ist, dass sie eben so viel Wissen und Erfahrung haben, dass das unbedingt an die junge Generation oder an die jüngeren Generationen weitergegeben werden soll. Die Generation X dagegen, ja, die mag einen fairen, offenen, kompetenten und informellen Führungsstil. Hier ist es wichtig, dass wir natürlich Rahmenbedingungen und Richtlinien festlegen, die aber eher ja, lose, lockerer sein sollten und nicht so starr, damit eben diese Generation auch die Arbeitsbedingungen zu einem großen Teil mit beeinflussen kann. Die wollen gerne immer den Status quo in allem hinterfragen. Und auch hier ist ein regelmäßiges Feedback ein ganz wichtiger Punkt. Sie suchen nach neuen Herausforderungen, brauchen aber trotz der ganzen Herausforderungen, die sie in der Arbeit suchen, immer auch das Gefühl, dass sie eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben. Und das sollte und muss von den Führungskräften einfach bedacht werden, dass hier nicht nur die Arbeit wie bei den, oder überwiegend bei den Babyboomern eben im Vordergrund steht. Die Generation X möchte Sicherheit auch am Arbeitsplatz. Sie wollen stabile Beziehungen. Sie wollen aber auch, weil sie darauf hingearbeitet haben, über eine gewisse Zeit schon auch wirklich Verantwortung übernehmen. Was häufig in der Generation, in den Umfragen wohl festzustellen ist, dass sie besser Feedback geben können als nehmen können. Häufig wird das also auch sehr kritisch formuliert. Das sollte man also beachten, wenn es in Feedback unten auch in Richtung ältere oder jüngere Generationen geht. Wenn wir uns die Generation Y angucken, so möchten die eine höfliche, eine natürliche, eine authentische, aber auch authentisch autoritäre Führungsperson vorfinden. Wir möchten aber sehr viel Freiheit und Unabhängigkeit in ihrem Arbeitsumfeld und in ihrer Arbeitsumgebung haben. Meilensteine und die ganz klare Formulierung von Zielen, auch von herausfordernden Zielen, ist wichtig. Eine flache Hierarchie, in der arbeiten sie gut, können natürlich die ganzen neuen Technologien gut einsetzen. Und hier ist es wichtig, dass häufig und sehr offen kommuniziert wird, da wenn der direkte Kontakt nicht da ist, der Generation Y ein Teil von Wertschätzung, den sie unbedingt zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen, verloren geht.
Sie brauchen trotz allem eine klare Zielvorgabe auch. Ja, nur die Wege, wie sozusagen das Ziel erreicht werden kann, das möchten Sie gerne mitgestalten können. Natürlich haben wir in den Teams nicht nur unterschiedliche Mitglieder der Generation, sondern wir haben natürlich auch häufig die Situation, dass junge Führungskräfte ältere Mitarbeiter führen, ältere Führungskräfte jüngere Mitarbeiter. Lassen Sie uns ganz kurz einen Blick darauf werfen, was resultiert daraus, wenn jung zum Beispiel alt führt. Ganz wichtig ist es einfach, dass sich die junge Führungskraft dessen bewusst ist, dass es eine Altersheterogenität, dass es einen Altersunterschied gibt. Und das muss auch einfach erstmal von allen akzeptiert werden, sowohl von der jungen als auch eben von der älteren Generation. Für die jüngere Führungskraft ist aber auch ein wichtiger Punkt, sich einfach der eigenen Unsicherheit bewusst zu sein. Denn nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir letztendlich damit aktiv arbeiten und dagegen angehen. Es ist gut, den Altersunterschied ruhig offen, aber wertschätzend anzusprechen. Der ist da, der lässt sich nicht wegdiskutieren, also aktiv angehen, besprechen und letztendlich darüber auch den älteren Mitarbeitern die Wertschätzung zuteil werden lassen. Ja? Wertschätzung von Alter, von Erfahrung, von Leistung. Es ist wichtig, dass die jungen Führungskräfte die Stärken der älteren Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, aber genauso wichtig ist, auch hier wieder klar, wertschätzend und offen anzusprechen, wenn Lernbedarf, Fortbildungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen besteht. Die älteren Mitarbeiter kommen mit der Führung durch junge Mitarbeiter oder durch junge Führungskräfte gut klar, wenn sie ganz aktiv mit einbezogen werden. Wenn es aber auch keine sozusagen Beratung von den jungen Führungskräften gibt, also niemals eine Beratung oder ein Ratschlag ohne Auftrag und vor allen Dingen keine Einmischung in persönliche Belange der älteren Mitarbeiter ohne Aufforderung. Die jüngeren Führungskräfte sollten bestrebt sein, natürlich mit den älteren Mitarbeitern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das funktioniert gerade in schwierigen Situationen besonders gut oder in Konflikten, wenn ich mit Einladung und Ich-Botschaften agiere. Das gilt natürlich genau andersrum, auch wenn die älteren Führungskräfte die jüngeren Mitarbeiter leiten. Hier ist aber erstmal ganz klar darauf zu achten, dass die Führungskräfte mit den jüngeren Mitarbeitern einfach in ständigem Kontakt bleiben, dass schnelle Rückmeldungen erfolgen, dass die älteren Führungskräfte aber klar eben auch Orientierung durch eine situative Führung geben, dass das Arbeiten für jüngere Mitarbeiter in kleineren Arbeitsteams gut als Orientierung und als Unterstützung dient. Das häufige Feedback haben wir jetzt schon an unterschiedlichen Stellen angesprochen, aber immer wieder, das brauchen die jüngeren Mitarbeiter und die brauchen auch eine gewisse Balance zwischen Bindung und Freiheit. Also häufig wird ja der jüngeren Generation nachgesagt, dass sie sehr viel wechselbereiter sind, wenn bestimmte Bedürfnisse und Ansprüche, die sie an ihrer Arbeit stellen, nicht erfolgen. Das ist richtig, aber trotzdem erwarten auch eben die jüngeren Mitarbeiter eine Bindung, die letztendlich durch die Führungskraft nur erfolgen kann. Dazu ist es wichtig, dass die Führungskraft die individuellen Interessen auch der jüngeren Mitarbeiter gut beachtet, dass die Führungskräfte die jüngeren Mitarbeiter auch dadurch überzeugen, dass sie ihr Wissen zeigen, ihre Kompetenz zeigen, denn das schafft Vertrauen und Respekt. Und ganz wichtig ist, die jüngeren Mitarbeiter wollen trotz ihres Alters natürlich ernst genommen und respektiert und wahrgenommen werden.